Traum. Der Monitor funktioniert. Da hatten wir vorhin etwas zu kämpfen, aber jede Präsentation, wo irgendwie die Technik gleich funktionieren würde, wäre ja keine ordentliche technische Präsentation. Heute ganz neu mit einem super Video-Setup da hinten. Sprich, ihr werdet auch nachher die Vorträge veröffentlicht sehen können. Wir zeichnen die mit auf. Wir streamen die nicht live, aber zeichnen die auf, dass wir später den Vortrag online stellen können und so natürlich aus den Meetups über das Jahr nochmal ein paar ordentliche technische Präsentationen für den auch bereit haben. So, ich bin jetzt aber hier, weil ich über den Stuttgart Internet Exchange sprechen möchte. Da stehen natürlich nicht nur ich hinten dran, sondern ganz viele andere, auch unter anderem eben hier Kurt und Momo mit im Raum, aber auch unterstützt von sehr viel weiteren hier aus der Region. Wir hatten, man könnte so sagen, dass er gegründet wurde um 2005 rum. Er war lange, wir haben es mal hingeschrieben, ernst gemeintes Hobby betrieben in relativ kleinen Runde. Nach dem relativ frühen Tod von André Scholz, der das sehr stark getrieben hatte und auch mit seinem Rechenzentrum am Ende den Platz für den Stuttgart Internet Exchange bereitgestellt hatte. Ja, war so ein bisschen die Frage, wie geht's weiter? Da hat vor allem der Moritz sehr viel Zeit und Energie mit in die Hand genommen, der Kurt und Nepostil sehr viel Ressourcen in die Hand genommen, um am Ende auch das Rechenzentrum weiter zu betreiben. Ja, war die Frage, wie geht's weiter? Und Fazit war eben so ein bisschen, wir wollen einen Community-betriebenen lokalen Internet-Exchange. Wir wollen ein lokales Peering-LAN bereitstellen. Wir wollen auch irgendwie so ein Marketplace etablieren, wo man mit Private VLANs zwischen den Teilnehmern auch am Ende Konnektivität schaffen kann. Wir wollen es carrier-neutral machen und quasi nochmal so eine Art Neustart. Sprich, dieser Relaunch war 2020 und wir wollten jetzt heute mal die Chance ein bisschen nutzen, nochmal ein bisschen zu zeigen, was hinten dran steckt. Also könnte sich ja so ein bisschen fragen, was steckt physisch hinten dran, was steckt aber auch organisatorisch hinten dran. Und deshalb fangen wir erstmal ein bisschen mit dem Community-Teil an. Beerings kennt man, glaube ich, aus vielen Städten, Beerings, Meetups, als so zwei Organisationsformen, wie man sich in lockerer Runde treffen kann. Beerings hatten wir früher schon öfters hier in der Community. Ich glaube, die Stuttgarter Community ist soweit auch etabliert, immer mal wieder was. Wir wollen gleich mal das Save the Date ausrufen. Am 16.05. Wollen wir das nächste Beering machen, hier am Schlossplatz. Also gleich mal ich glaube auf Twitter haben wir es auch schon geschrieben. Wir müssen mal schauen, dass wir es noch auf die Homepage schreiben, wo man sich registrieren kann, dass wir so ein bisschen wissen, wie viele Leute kommen und entsprechend den Platz groß genug dimensionieren können. Wir sind Mitglied im Euro-AX, der Europäischen Gemeinschaft verschiedener Internet-Exchange, um dort nicht nur ein bisschen mitsprechen zu können, sondern auch irgendwie technisch natürlich Feedback zu bekommen. Die machen regelmäßig auch Veranstaltungen, wo Moritz schon war, Sebastian Neuner noch hingeht. Aber sprich, wer so vielleicht auch ein Interesse daran hat, bei uns mitzumachen, ist schon mal so eine Einladung. Wir gucken auch ein bisschen über unseren Tellerrand draußen, sind auch ein bisschen europäisch unterwegs. BGP-Workshop haben wir mal in der Pandemie virtuell veranstaltet. Wir veranstalten Juni, könnt ihr gerne den Kurt ansprechen, einen mehrtägigen BGP-Workshop, der dann vom Wolfgang Tremmel gehalten wird, sprich hochkarätig, war sofort ausgebucht. Wir planen gleich den nächsten Termin, also auch da geht ein bisschen technisch was, wo wir sagen, wir sind halt nicht nur der Exchange, eine Hardware, sondern wir sind halt auch die Community mit einer Schulung außenrum. Ehrenamtlich betrieben von Experten, wir sagen jetzt einfach mal, dass wir Experten sind. So, das mit der Community außenrum, wollen wir jetzt mal so ein bisschen drauf gucken mit, Internet Exchange ist auch eigentlich nur ein Switch, wozu dann die anderen Racks, die jetzt hier noch irgendwie ein bisschen ausgekraut sind, wozu dann, also kann doch eigentlich nicht so schwer sein, irgendwo einen Switch hinzustellen und den dann zu betreiben. Mehr ist doch eigentlich der Exchange nicht. Also arbeiten wir uns da mal so ein bisschen vor. Ja, wie komme ich zum Stuttgart Internet Exchange? Na, ich brauche erstmal, muss ich mich ja irgendwie physisch anbinden. Da kann ich, wenn ich die Slide von unten lese, im Nepostil-Rechenzentrum unserer Core-Lokation, kann ich mir zum Beispiel eine Co-Lokation mieten. Dann bin ich erstmal physisch vor Ort, dort wo auch unser Switch momentan steht. Ich kann über verschiedene Backhole-Standorte mir am Ende einen Stuttgart IX Access Port kaufen, mieten und über den dann am Ende die zwei Dienste, die wir haben, ins Peering-LAN und oder Private VLANs zu verschiedenen anderen mieten, konfigurieren lassen. Und das Spannende ist halt, das Private VLAN, das ist halt nicht nur ein Peering, sondern das Private VLAN bringe ich am Ende auch zur Cloud. Und das werden wir nachfolgend noch etwas vertiefen. Was heißt Peering-LAN? Peering-LAN, wahrscheinlich wissen die meisten von euch ja, was am Ende Peering heißt. Heißt aber auch, dass ich so eine gewisse Infrastruktur außenrum aufbauen muss.
Ich brauche die Switching-Infrastruktur, wo ich irgendwie auf Mac filtern kann, damit da nicht jeder irgendeinen Quatsch in mein Peering-LAN reinmacht. Ich muss die IPv4, IPv6-Adressen bereitstellen. Ich brauche irgendwie eine Statistik dazu. Wir haben uns auf gute Manieren mit Manners committed, wo wir in dem Rahmen von Manners werden auch immer so ein bisschen diskutiert, welche Security-Regeln oder welche Manieren will ich eben in Public-Peering-Infrastrukturen etablieren, damit am Ende das Ganze auch sicher funktioniert. Wir haben einen IXP-Manager, der muss natürlich konfiguriert und gewartet werden. Wir haben natürlich Route-Server mit BGP-Filtern und Looking Glass, damit nicht am Ende jeder Peer-to-Peer unbedingt BGP-Sessions aufbauen muss, um eine Peering-Verbindung zu etablieren, sondern ich kann mich am Peering-LAN anbinden, ich kann mich mit dem Route-Server verbinden und sehe alle Routen von all den anderen Leuten, die auch mit den Route-Servern sich verbunden haben. Wir haben natürlich die Peers, die kann man vielleicht mal so grob unterteilen in ISPs, die da sind, um Internet-Peering zu machen. Wir haben CDNs, die Content Distribution Network, die Caches, wie wenn ich ein Video gucken will, könnte das da gecached sein, werden wir nachher ein bisschen sehen, welche Videos da vielleicht runterfallen. Wir haben andere IXPs oder Cloud Access, die eben auch dran angebunden sind. Und vor allem eben das Thema mit CDNs und IXPs, das wollen wir so ein bisschen jetzt weiter anschauen, weil das war so das, was uns auch in den letzten ein, zwei Jahren am meisten getrieben hat. Was heißt eine Cloud-Anbindung oder eine andere Internet-Exchange-Anbindung an meinen Internet-Exchange? Gucken wir mal so ein bisschen auf den Stuttgart AX. Der steht hier in der Mitte mit in der Core-Lokation mit dem Switch. Wir haben die Backhaul-Lokationen außenrum in den verschiedenen anderen Rechenzentren. Da kann ich mich physisch dran anbinden. Und diesen Switch haben wir zum Beispiel jetzt mit dem DKIX eine Cloud-Partnerschaft von vor einiger Zeit geschlossen, was also heißt, unser Stuttgart Internet Exchange Switch ist physisch verbunden mit dem DKIX in Frankfurt über zwei Wege, redundant. Und ein Provider, Stadtwerk hier in der Umgebung, ein Metro, ISP, wer auch immer an dem Stuttgart Internet Exchange angebunden ist und hinten dran seine Endkunden hat, kann dann über ein Private WLAN über unseren Switch an den DKIX in Frankfurt einen Service schalten. Ein Service könnte zum Beispiel sein, wie jetzt hier eingezeichnet, vielleicht eine Cloud Access bei Azure, wenn ich in die Microsoft Cloud will. Dann kann ich mir, egal wo ich bin, Friedrichshafen ist zum Beispiel hier anwesend, könnte ich auch Friedrichshafen mir ganz direkt meinen Layer 2 Tunnel eben zu Azure, zu AWS, zu all den anderen Cloud-Anbietern beim DKIX in Frankfurt schalten. Sprich also, für den Internet Exchange ist ja nicht nur relevant, welche Peers wir hier in der Umgebung haben, dass wir hier Traffic lokal halten können, sondern auch eben welche, ja, wen wollt ihr als Peer erreichen? Ja, und das ist ja nicht nur der IP-Transit-Provider oder ein großer IP-Peer, mit dem ich Internet peeren kann, sondern mittlerweile eben auch vermehrt die ganzen Hyperscaler, wo ich über einen Direct Cloud Access vielleicht einen direkteren Zugang in meine Cloud-Infrastruktur bekomme oder meine Industrieanlagen, die irgendwo physisch halt vor Ort stehen, über Cloud-Anwendungen direkt steuern kann. Bevor wir jetzt zu den CDNs gehen, wollten wir noch mal so ein bisschen gucken, wie sich die Connected Bandwidth und unser Traffic so ein bisschen entwickelt hat, um auch ein bisschen den Einblick zu kriegen, was vielleicht auch hinten dran steckt. Wir haben mittlerweile 27 Teilnehmer, verteilt ungefähr auf 39 Ports. Wir sehen auf der linken Seite, wie die Anzahl der Ports hochgegangen ist und auf der rechten Seite hier, wie wir die letzten drei Jahre von der Connected Bandwidth, also sprich wie viel Bandbreiten waren tatsächlich mit Access Ports belegt, sind von ungefähr 100 Gigabit auf knapp 800 Gigabit hochgegangen, sprich massiv ausgebaut. Wir haben 15 Private VLANs geschaltet, also sprich neben dem eigentlichen Peering LAN sind schon 15 weitere Dienste, wo Provider untereinander irgendwelche Verbindungen austauschen, sei es jetzt eben wie vorhin gesagt eine Cloud-Anbindung nach Frankfurt oder sei es jetzt vielleicht ein Endkunde hier im Netz der Global Ways in Stuttgart möchte zu einem Endkunden nach Friedrichshafen, dann könnte man das eben auch über so ein Private LAN austauschen. Wir haben einen Switch, aber wir haben schon neue Hardware gekauft. Das war, glaube ich, so das Erfolgserlebnis, nachdem wir das Pricing eingeführt haben. Also in dem Thema des Neustarts vor drei Jahren war dann am Ende auch einer der Punkte, wir müssen anfangen, Geld einzunehmen, damit wir auch die Infrastruktur
bezahlen können, damit wir den Strom bezahlen können. Und wir werden ja sehen, dass es nicht nur der Switch, der Strom braucht, sondern auch die ganze Infrastruktur außenrum. Und wir würden natürlich auch ganz gerne mal die Hardware auf einen sinnvollen neuen Stand erweitern und nicht mit dem Force-10-Switch von vor 5 Jahren rummachen. Sprich, das war so die Errungenschaft, 2 neue Switches gekauft. Ihr alle kennt das Thema mit der Lieferkette. Gekauft vor 3 Monaten, geliefert wird es dann Q1 nächstes Jahr. Wir hoffen mal, dass es noch ein bisschen schneller geht, aber schon mal in voller Vorfreude gucken wir darauf, dass wir mit der neuen Hardware natürlich dann auch 25G und 400G-Ports abbilden können, denn die 600G-Ports, die wir aktuell auf dem Switch haben, die sind halt voll. Also auch ausverkauft. Dann gucken wir so ein bisschen die Bandbreite an. Mittlerweile können wir so auf so ein Average von 40 Gigabits gucken. Wenn wir auf die Route-Server schauen, sehen wir 1600 IPv4-Routen. Also Route-Server heißt die Peers, die wirklich public mit dem Route-Server peeren und sich dort quasi exposen. Die liefern diese Routen. Es gibt vielleicht noch den einen oder anderen Peer, der nicht mit dem Route-Server peert oder vielleicht nicht alle Routen öffentlich haben will. Sprich, das ist schon mal so ein bisschen eine Idee, wo das so hinläuft. Wir haben 2 Server, wo AXP-Manager und eben das Looking Glass und sowas und der Route-Server draufläuft. Wenn wir ein bisschen auf die Traffic-Statistik gucken, eben hier Mai 2020 waren wir hier noch, hier sind 10G, also irgendwie bei einem 2G da unten. Im Mai 2022 schon bei 30, 40 G und jetzt muss ich, glaube ich, immer noch eins weiterklicken. Der letzte All-Time-Peak, wir haben die Peaks ja mal links unten noch ein bisschen aufgeschrieben, ist mittlerweile bei 122 Gigabit. Also man merkt, da geht richtig was drüber. Genau, wenn man das, nenne ich da mal genau das richtige Stichwort, Fußball. Wir haben mittlerweile einige Caches, die am Ende Live-TV cachen, sprich wenn gerade in den Privathaushaltnetzen die Leute Fußball gucken zu einer WM, oder sich die neuesten Xbox-Spiele-Updates runterladen, dann kommt das alles über die Caches. Und wenn man mal so von ausgeht, dass so 5 Megabit ein Stream von einem Fußball ist, dann könnten wir da schätzen, dass der Stuttgart Internet Exchange mittlerweile so rund 200.000 Haushalte bedient, was ein Brett ist. Wenn wir das mal versuchen einzusortieren, kleiner Disclaimer, wir haben versucht bei anderen Internet Exchanges mal so ein bisschen die Peak-Werte rauszusammeln. Das war der Tageswert von gestern teilweise. Wir haben da auch nicht den tiefsten Einblick. Wir wollen gar nicht sagen, wir sind die Nummer 8 in Deutschland, sondern wir wollten mal so eine grobe Einordnung machen mit, was heißt denn überhaupt dieser Peak-Wert? Kann man das irgendwie so ein bisschen quantifizieren? Wo stehen wir denn da unter diesen 18 Internet Exchanges, die da in Deutschland aufgelistet sind? Wären wir da jetzt auf Platz 8? Wie gesagt, der Platz ist egal. Es soll nur ein bisschen sagen mit, Stuttgart ist nicht mehr unrelevant. Wir sind relevant. So, aber jetzt kommen wir weg von dem Switch, von der eigentlichen Internet Exchange Core Hardware, sondern wollen mal so ein bisschen einen Einblick geben, wo kommt denn am Ende der Traffic her? Mit viel Elan, vor allem auch von Moritz, haben wir es geschafft, einige CDNs bei uns ranzubringen. Wir hatten mal eine Kundenumfrage, eine Teilnehmerumfrage gemacht. Da waren noch 2 andere CDNs genannt, die man ganz gerne hätte. Die haben sich leider bis jetzt noch nicht herabgelassen, an unseren Internet-Exchange zu kommen. Wenn wir dann 400G-Ports haben, dann kommen die bestimmt auch. Sprich, momentan haben wir diese 4 bis 5, je nachdem, ob man PCA und Quad 9 als 1 oder als 2 zählt, CDNs, verteilt auf 2 Racks mit ungefähr 420 Gigabit an den Exchange angeschlossen. Verteilt auf 32 Server, die da verbunden werden, mit einem Stromverbrauch von knapp 7 Kilowatt. Also da geht was. Ja, da geht was. Der Traffic Ratio von 1 zu 3, 1 zu 10, die Statistik, das müssen wir noch mal ein bisschen besser machen. Das haben wir so in den letzten Tagen noch nicht so detailliert rausfinden können. Traffic Ratio ist vor allem dafür relevant. Wenn ich einen Cache habe, heißt es ja irgendwie, geht Traffic rein und dann geht wieder Traffic raus. Wenn es also 10.000 Leute das gleiche Fußballspiel gucken, dann ist natürlich die Cache-Effizienz sehr gut. Ich muss nur einmal das Fußballspiel reinspielen und spiele es 10.000 Mal raus. Wenn jetzt aber alle irgendwie einen anderen Fernsehkanal gucken, dann ist natürlich die Cache-Effizienz nicht so gut. Relevant für uns ist es, weil wir als Internet-Exchange natürlich ein Interesse daran haben, dass die kommen, weil die ja dann für euch den Content cachen. Und damit müssen wir die irgendwie so ein bisschen unterstützen. Und eine Unterstützung, die wir anbieten können, ist, dass wir ein
eben eine Kolokation bereitstellen, wo die Caches in die Racks bekommen, wo sie Strom bekommen, wo sie die Anbindung an den Internet Exchange bekommen, aber eben auch, wo sie den IP-Transit bekommen für diesen Cache-Fill. Irgendwo müssen ja die Daten herkommen. Ja. Sei es von deren Hauptcaches aus Frankfurt oder München, aber irgendwie müssen die herkommen. Und dieser Cache-Fill, diesen IP-Transit, den wir da etabliert haben, der peakt mittlerweile bei 20 Gigabit und ist am Ende eine Leistung, die wir eben von extern diesen Caches zuführen und natürlich dann bei dieser Traffic-Ratio interessant sind, weil die am Ende natürlich dann auch durch den Input auch definieren, wie viel am Ende durch die Caches auch wieder rauskommen kann. Anzahl Field-Service-Einsätze, das wäre auch noch eine Sache, kurz, das hatte ich nicht mehr geschafft zu fragen. Da ist mittlerweile auch ziemlich viel und da shiftet sich eben auch das, ne, wenn ich jetzt einen Switch habe und da muss ich ab und zu mal einen Port einstecken, dann ist es eine Sache, naja, Turn-up von einem Kunden, das kann auch mal einen Tag länger vielleicht dauern. Wenn ein Incident ist, dann muss ich mich natürlich eher beeilen. Aber wenn ich jetzt mittlerweile auch so viele Caches habe, um die ich mich kümmern muss, dann ist da nochmal eine ganz andere Arbeit hinten dran. Ja genau, Stuttgart Internet Exchange, wir stellen eben diesen Cache-Fill zur Verfügung und das ist der IP-Transit, den wir da mittlerweile auch mit bei haben. So, schicke Fotos von den Racks, wir hätten ganz gerne tolle Fotos gezeigt. Leider geht's nicht, wir haben da NDAs, also alleine der Paper Trail, den man machen muss für diese CDNs, ist nicht ganz ohne und leicht schmerzhaft, ein paar NDAs hinten dran. Deshalb haben wir uns dazu entschieden, dass wir das so ein bisschen anonymisiert zeigen, dass man wenigstens so eine Vorstellung kriegt, was eben physisch mittlerweile hinten dran steht. Neben so einem klassischen Meet-Me-Bereich, wo wir über ODFs, Patch-Panels in der Rechenzentrumsinfrastruktur die Verkabelung gemacht wird, haben wir so in dem, sagen wir mal, ureigenen Stuttgart Internet Exchange Rack mittlerweile eine USV drin, dass unsere Geräte soweit abgesichert sind. Wir haben einen Switch, wir haben eben diesen Router für den IP-Transit etabliert. Wir haben die zwei orangenen Server, wo Looking Glass Route-Server draufläuft, damit es mal die eigentliche Switching-Infrastruktur. Ne, wie gesagt, Router würde man nicht unbedingt brauchen, wenn ich jetzt nicht wieder nebendran die ganzen CDNs hätte. Und dann haben wir in den vier Farben verschiedene CDN-Provider, die entweder einen Name-Vendor haben, also weiß ich nicht, eine Juniper, Cisco, was man sich so kaufen kann, oder vielleicht auch Whiteboxes, Custom-Hardware haben, einfach mal so ein bisschen, dass man so die Dimensionierung sehen kann. Auch wie viele Ports die hinten dran wieder brauchen, um ihre Server mit ihren Aggregationsgeräten zu verbinden, die dann wieder mit einem 100G, 200G mit dem Stuttgart Internet Exchange verbunden sind. Manchmal gibt es noch ein paar Anforderungen, dass noch Türen außenrum müssen und Kameras außenrum müssen. Dann rüsten wir das natürlich alles ganz gerne auf, um eben am Ende den Content auch am Exchange zu haben. Also sprich, nur ein Switch, aber ganz viel Sekundärinfrastruktur außenrum. Und vielleicht da nochmal so ein bisschen tabellarisch dargestellt mit eben den Dienstleistungen, den Serviceleistungen, die hinten dran stehen. Früher hatten wir einfach nur die Serviceleistung für den Internet Exchange, wo man sagt, da muss man ein bisschen Kolo anbieten. Telekommunikationskolo, ein Switch braucht nicht allzu viel Strom. Ein bisschen Remote-Hands für die Cross-Connects und ein bisschen IP-Transit für die eigene Infrastruktur. Und eben mittlerweile Kolokation für IT. 7 Kilowatt haben wir gesehen. Remote-Hands, weil wenn so ein CDN, ja, je mehr Infrastruktur halt dasteht, desto mehr geht kaputt, wissen wir alle, desto mehr muss ich natürlich mit Remote-Hands arbeiten. IP-Transit für den Cache-Fill, damit hat sich einfach auch die Serviceleistung, die hinter dem Exchange steht, nochmal massiv gewandelt. So, ein Bild können wir dann doch noch so ein bisschen zeigen von bei unserem eigenen Rack. Also das ist der Switch, alles andere nicht optional, aber halt, wie gesagt, Sekundärinfrastruktur außenrum. Wenn wir das ein bisschen zusammenfassen, was so die letzten 3 Jahre passiert ist. Ja, also wir haben Pricing eingeführt, damit wir einen ökonomischen Betrieb am Ende uns leisten können. Wir sind zwar von der Manpower weiterhin ehrenamtlich, aber wir können Hardware kaufen, wir können Strom bezahlen, wir können Racks bezahlen. Damit konnten wir expandieren, damit konnten wir eine USV kaufen, damit kann eine strukturierte Verkabelung passieren. Damit sind die CDNs gekommen, die am Ende die Caches bringen. Wir haben ein AS112, was Reverse DNS für Private IP-Adressen macht. Wir konnten eben diese IT-Kolokation für die Caches bauen, IP-Transit für die Caches bauen. Es sind mehr Peers gekommen. Alle unsere 100G-Ports, die 600G-Ports sind weg. Das ist gut, das ist ein super Erfolg. Wir haben den Traffic-Anstieg gesehen. Wir haben eben die Cloud-Partnerschaft mit einem DKIX machen können, was heißt, wir müssen jetzt nicht selber alle möglichen Cloud-Infrastrukturen anbinden, sondern wir haben damit einen Partner, über den das geht. Aber das ist eben ja nicht nur beschränkt auf den DKIX, sondern auch jeder Peer kann ja selber seine eigene Cloud, die er vielleicht hat, oder seine eigenen Dienste entsprechend auch über diese Private VLANs anderen Teilnehmern am Exchange wieder anbieten. Wir konnten uns neue Switches kaufen,
geliefert werden sie noch. Wir sind Euronext-Mitglied geworden und gucken damit so ein bisschen auf die Zukunft. Was wollen wir als nächstes machen? Mehr Caches. Da war eben, Netflix hat noch gefehlt, eine Google könnte vielleicht noch kommen. Würde man YouTube noch mit cachen, wäre vielleicht nicht schlecht. Neue Switches, wie gesagt, sind im Anflug. Jetzt haben wir einen Switch, dann haben wir zwei Switches. Bei zwei Switchen wird schon wieder kompliziert. Drei Switches, den einen haben wir ja schon, also zwei neue sind dann drei. Dann muss man sich plötzlich überlegen, wenn man so einen Ring baut, wie geht man damit um? Sprich, dann wird auch die Konfiguration da ein bisschen komplizierter. Sprich, EVPN und VXLAN. Und wir müssen natürlich den Router, der für den IP-Transit zuständig ist, für die Cache-Infrastruktur upgraden, damit wir da über die 20 Gigabit rauskommen, damit wir dort wieder in able sind, weitere Caches anzubinden. Save the date für unser B-Ring am 16. Mai. Da gibt es auch den Link zur Anmeldung im Karlsbrauhaus am Schlossplatz. Ich hoffe, es war ein guter, schneller Rundumschlag von einem kleinen Switch hin zu 4 Racks mit Infrastruktur, was man ehrenamtlich betreiben kann, aber schon auch mit Dampf hinten dran sein muss, was uns in eine Liga gebracht hat, wo wir uns, glaube ich, in Deutschland soweit ganz gut sehen lassen können. Der Dank geht natürlich an all die Peers, die da sind. Nur deshalb läuft es, deshalb machen wir es. Und ich würde sagen, wir können in ein Question and Answer übergehen. Wenn jemand Fragen hat, gerne jetzt oder natürlich auch später an mich, an Moritz oder Kurt. Oder ihr besucht uns unter spätzleax.de. Ja. Ich meine, irgendwann mal in der Vergangenheit, was gesagt wurde, von es gäbe die Intention, dass man ihn mal DRS-Bootserver an der Extend ist, daraus was geworden. Ja, wir haben DRS-Bootserver an der Extend. Das ist echt der zweite. Wir sind mal im Gespräch mit der Leitung tätig. Okay. Und ich glaube, der hat, glaube ich, auch eine Regel. Genau. Also wenn man es im Stream nicht hören konnte, nochmal kurz im Mikrofon. Die Frage war nach DNS-Root-Servern über PCA und Quad 9 haben wir in die Richtung was, aber den K-Root von RIPE wollten wir mal, aber haben es bis jetzt noch nicht geschafft. Ja dann, vielen Dank. Und der Nächste.